Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Last Guardian. Mit einem freundlichen Türklingeln haben wir im letzten Teil aufgehört und waren gerade dabei, irgendwie bekommen wollen sie, wie kriege ich das Fass zum Tier? Wie bekomme ich dieses Fass zu Trico? Weil Trico hat Kohldampf. So, und durch diese blöden Türen geht das Ding mir durch. Und wenn ich das jetzt auch wieder was weiß ich wohin schmeißen muss, dann macht das die Sache nicht einfacher. Jetzt stellen wir das mal ab hier kurz. Abstellen ist gut, das rollt weg. Danke. So, kann ich hier irgendwas sehen, wo ich irgendwie hier... Wenn ich irgendwie, nein, die Tür geht nicht auf. Mann. Oh. Cool. Das nützt mir nichts, weil... Rauskommen will ich ja jetzt nicht. Ja, schon, aber wenn, dann halt mit Fass. Aber... Uah. Ich sehe jetzt nicht wirklich was, außer es gäbe einen Weg... unten herum. Jetzt gucken wir erstmal hier. Weil hier oben war ich ja noch nicht. Oh, vielleicht können wir das Fass irgendwie... Ja, da oben. Moment, war ich nicht schon mal hier? Hier war ich doch schon mal. Da oben sind noch Türen aufgemacht worden. Da war ich doch schon vor irgendwelchen Teilen mal. Jetzt mir jetzt nichts. Wie kriege ich das Fass da hoch? Kann ich mit dem irgendwie da hochlaufen? Und dann da hinten rum vielleicht? Oh Gott. Das war, glaube ich, jetzt nicht so klug. Aber so sind wir, ne? Nicht so klug. Lass mich dann halt mal da gucken. Aber da kriege ich es ja, glaube ich, gar nicht hoch. Das mit dem Fass werfen ist ja jetzt... Boah, ne. Viel zu hoch. Viel zu hoch. Geht nicht. Also doch da hinten rum. Okay, ist das mal auf. Jetzt schmeißen wir das mal. Bleibt das da oben liegen oder rollt mir das da oben gleich weg? Das rollt auf jeden Fall schon mal da runter. Ah, shit. Und ich stürze ab. Ach, danke fürs Gespräch. Das geht nicht. Wie bekomme ich das Fass zum Tier? Ich komme hier nirgendwo hoch. Oh, wo geht's hier runter? Geht's hier irgendwo runter? Nee. Geht's hier irgendwo hoch? Auch nicht. Nee, ich komme da nicht hoch. Nicht mit Fass. Okay. Stellen wir das Fass mal rein. Falls es stehen bleibt. Und dann gucken wir mal hier hoch. Ach! Na komm, geh mal hier hoch. Oh, geht gar nicht. Okay. Dann den Weg, den es geht. Hier kann ich doch... Oh. So. Hier kann ich irgendwo. Falls es jemand schwindelig geworden ist beim Zugucken, mir auch. Halleluja. Ich komme hier hoch und ich kann hier dann zu Trico gucken, oder? Ja klar war ich hier schon mal. Hier habe ich doch mal die Balken weggemacht, oder nicht? Ja, die Tür. Ja klar. Moment, kriege ich da vorne? Welche Tür ging da auf? Ohne abstürzen? Die habe ich aber schon auf. Ich brauche aber was zu essen.
Für den kurzen hier unten. Hallo? Ja, du hast Hunger. Super. Du hast Hunger, ich hätte ein Fass. Ich komme. Ich weiß nur nicht, wie ich es zu dir bekomme. Puh, puh, puh. Ja, genau. Oh, klasse, der nimmt den Balken auf. Wollte ich nicht. Ja, gut. Mal lasse mich durch. Wie kriege ich das Fass hier hoch? Ich muss das Fass hier hoch. Geht nur mit werfen. Einmal da drauf werfen, dann da drauf werfen, dann da drauf werfen. Probieren wir es mal. Nimm mal hoch. Normalerweise müsste ich von einem höheren Punkt werfen. Aber ich krieg's da drüben ja nicht. Und wieder abgestürzt. Halleluja. Aber ich krieg's da ja nicht hoch. Krieg ich's da hoch? Ja. Von der Stufe hier oben? Nein. Oh, das ist zu hoch. Das ist zu weit. Ich komme da nicht dran. Nein. Wie? Ich müsste ein bisschen höher stehen. Aber ich stehe hier nirgendwo höher. Nein. Nee, da komme ich nicht hoch. Letztes Mal hatten wir auch schon so Schwierigkeiten, das Fass irgendwie hinzukriegen. Ich glaube, jetzt habe ich noch mehr Schwierigkeiten. Ich kriege das Ding halt nicht da hoch. Nein. Ich kriege es nicht da hoch. Und ich kann, Mama, kann ich es da hochstellen? Na komm, komm mal her. Nein. Kann ich es da aufschmeißen, sodass es liegen bleibt? Nein. Es müsste aber noch gehen, oder? Wenn es dann liegen bleibt. Oh Mann. Nimm. Oh. Nimm und ziel. Ja, mit dem Zielen war schon mal nichts. Das hält mich etwas auf hier. So, dreh dich mal so rum, dass... Oh. Nein. Ah. Bleib doch halt oben liegen. Wieso bleibst du nicht oben liegen, du blödes Fass? Ach. Geht's nicht, zu weit weg geht's nicht. Das bleibt nicht oben liegen. Ja. Ich komme aber. Ich glaube nicht, ich kann immer mit Fass springen. Nee. Kannst du mit. Nein, mit Fass kannst du nicht springen. Mit Fass versuchst du es automatisch hochzuheben. Es hier nirgendwo hoch. Ich komme aber nur da hinten die Treppe hoch. So. Und hier kriege ich das Fass nirgends hoch. Hier vielleicht.
aufschmeißen vielleicht. Toll, jetzt sehe ich mich schon nicht mehr, dann geht's sowieso nicht. Nee, geht nicht. Also gut. Nee, das kann ich nicht so hochschmeißen. Ist das blöd? Komm ich da unten irgendwie durch vielleicht irgendwo? Ist hier noch ein Loch für mich? Nein, gibt's auch nicht. Ich krieg's auch nicht durchs Fenster geschmissen, weil... Ja, klar. Ist zu groß. Das Fenster auf geht auch nicht. Und ich krieg's auch nicht da hoch. Nee. Nein. Also, wo ich es hochkriege, ist hier. Na, da bleibt es nicht liegen. Weil ich das jetzt auch noch Ziel werfen muss. Na, dass der Kerl noch nicht schlapp ist, ist ein Wunder. Oh, ganz falsche Richtung. Ganz falsche Richtung, ganz falsche Richtung. Fässchen, Fässchen, Fässchen. Na toll, jetzt habe ich es doch runtergeschmissen. Ich will nur, dass ich es da nicht mehr rausbekomme. Oder? Ich krieg's aber auch. Na jetzt bleib halt da liegen. Gibt es hier einen, da bleibe ich liegen, Punkt? Ach nö, Mann. Nein, das ist halt ein Fass, es ist rund. Wie wäre es, wenn ich hier einen Karton bekomme? Ein Karton mit Futter. Das rollt runter. Das rollt mir immer wieder runter. Und zwar absolut. Ach nö. Jemand einen Trick? Wieso kriege ich denn das auch nicht da hoch? Nee, kriege ich nicht. Ich komme... ich komme nicht da hoch. So, da kann ich auch nicht lang. Ja, so kriege ich es nicht geschmissen. Das Tor geht nicht auf. Jetzt gucken wir mal gucken, vielleicht geht das andere Tor auf. Ich glaube es zwar nicht, aber... Das ist ja noch bescheidener zu, oder? Ja, da komme ich nicht mehr rein. Mann! Trick. Ich brauche einen Trick. Einen sogenannten Fass-Trick. Mann, ich krieg Trikot nicht hier rein jetzt. Naja, da durchschmeißen kann ich es eben nicht, wenn ich es hier unten habe. Fass. Brause. Das ist Fassbrause und die Tür rollt tapfer immer zurück. Das bleibt nicht da oben. Oh, das ist Absicht, ne? Puh, 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 puh. Ich meine, selbst wenn ich es da drüben habe, was habe ich davon? Nee. Ich glaube nicht, dass das Ding hier irgendwie in diesem Teil noch darüber geht. Na toll. Keine Chance. Ich habe keinen Plan. Bleib halt mal, Mann, liegen. Das Fass.
Fass will nicht da liegen bleiben, wo ich es brauche. Na toll. Find nur, dass ich mich jetzt hier umsonst abkämpfe. Das rollt. Ich glaube nicht, dass ich das so hinschmeißen muss, dass es nicht rollt. Weil das gibt ja keine Ahnung, wie viel Wurfversuche. Nee. Keine Chance. Nimm's auf, junger Mann. Es rollt runter. Vergiss es. Und da hier überall abschüssig ist, oder eben zu hoch, entweder abschüssig oder zu hoch, weiß ich beim besten Willen nicht, wo ich kicken soll. Ich krieg das nirgendwo da hoch. Nein, so geht's nicht. Ich kann's dir aber mal zeigen, Trigo. Boah, guck mal, Fässchen. Toll, ich kann hier irgendwo klettern, aber was habe ich davon? Nichts. Boah, jetzt hänge ich mich gleich irgendwo rein hier. Ich habe keinen Plan, wie ich das Ding da hochkriegen soll. Hätte ich es hier drauf? Oder da vorne drauf? Dann kann ich die Treppe hoch. Aber ich krieg's nicht hoch. Vielleicht kann ich hier was. Hat einer Dynamit dabei? Dann würde ich den Stein hier umkippen. Und hätte eine Brücke oder sowas. Toll, ich komme hier hoch. Was mache ich hier oben? Nichts, weil es geht nichts. Hier ist auch nichts. Oh, könnte ein bisschen hoch sein mit der Zeit. Also, ich finde hier nichts. Daher wird das ein richtig komischer Teil, weil ich komme definitiv im Moment nicht weiter. Also ich bin der Überzeugung, ich muss das Fass irgendwo darüber kriegen. Kriege ich aber nicht, weil ich nicht hochkomme. Ich muss das ja da oben hinkriegen. Aber von wo soll ich das da hinkriegen? Tja. Jo, ich sag mal, schmeiß mal noch einen Blick auf Trigo, ob der schon langsam verhungert ist. Kann ich die Bretter vielleicht mitnehmen? Ist er noch da? Hallo, noch da? Tja, mit dem hungrigen Trigo und einem Schmetterling im Schlepptau sage ich Tschüss für heute. Vielleicht fällt mir ja noch was ein.